Nee, diesmal rammst du nicht jemand, bitte. Da ist noch ein kaputtes Wrack. Ja, wir plündern dann auch noch alle Kisten, denke ich mal. Aber vorher guck mal halt einfach mal, dass wir alles fertig kriegen. Wir werden auch nicht mehr so oft mit dem Boot fahren. Weil das Boot ist zwar schön, aber ich mag die Steuerung von dem Teil überhaupt nicht. Die ist gar nicht akzeptabel. Überhaupt nicht. So, ich hoffe dann, ich habe euch auch alles gezeigt. Nicht, dass es doch möglich ist, hier irgendwie nochmal runterzukommen. Das wäre ärgerlich. Wo sind wir denn gerade? Wow. Alter, wie viel das einfach mal ist. Und hier, geil. Sauber, ey. Alter, bis wir das alles erforscht haben. Mensch, das ist ja... Ich dachte, die Welt sei jetzt hier so vorbei und so und nichts mehr und alles weg. Aber von wegen. Ist hier mal ewig weit noch. Ja, ich würde sagen, bis wir das nächste Mal Luft holen, machen wir die Extraktoren noch ein bisschen leer. Dann tun wir vielleicht Eisen nochmal harvesten. Ich will den Overpowered, das Overpowered-Zeug wollte ich nochmal ausprobieren. Das macht wahrscheinlich einmal plupp und dann hat man so viel Eisen, wie man halten kann. Irgend sowas, ne? Und das Teil verbraucht sich. Das wäre mal total scheiße. Okay, jetzt im Moment finden wir keine Highlights mehr. Schade. Ach, jetzt komm. Hunger hast du auch noch hier. Was du alles hast, ne? Hier wieder. Alter, meine... Also, das ist alles, was wir im Endeffekt noch abgehen können. Und wisst ihr was? Die Basis ist wirklich relativ genau in der Mitte. Das war ja irgendwie zu erwarten, ne? Schön zentral gelegen, falls irgendeiner mal keinen Kristall findet, was absolut unmöglich ist, gefühlt. Aber es soll ja so Leute geben. Und dann, ja. Oh, so langsam müssen wir uns aber doch mal überlegen, ob wir nicht wieder heimgehen. Aber ich möchte eigentlich noch schnell fertig. Aber ich glaube, ich bin zu langsam, um das schnell noch fertig zu machen. Ich meine, das Teil hier hat ja Vorteile, ne? Kartenerkundung machen wir erst noch fertig. Und wenn wir das geschafft haben, dann sag mal tschüss. Ja, es dauert doch sogar noch mehr Silber. Geil! Yay! Und noch ein Schiffswrack. Alter, wie krass das einfach mal ist. Wir sind fast zurück, von daher können wir es nochmal ganz schnell riskieren. Aber wirklich ganz, ganz schnell nur. So, auf dem Heimweg gewissermaßen. Wir hätten die Basis mitnehmen sollen und nicht da unten pflanzen dürfen. Dann hätten wir sie hier irgendwo pflanzen können und direkt weitermachen. Aber ja, so müssen wir halt dann schnell nochmal heim. So. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft und jetzt fahren wir heim. Also erstmal zurück zur Basis. Jetzt haben wir schon mal die Grenzen abgesteckt. Jetzt kümmern wir uns darum, dass wir den Rest auch noch finden. Wo geht's heim zur Basis? Hier nicht, etwas weiter nach links. Ja, jetzt müssen wir den schnellsten Weg halt finden, direkt, ne? Das heißt, irgendwo da drin müsste theoretisch noch ein vierter Droid liegen. Ganz theoretisch. Und ich weiß aber auch nicht... Es könnte sein im Sandbox-Mode, dass da die Drohnen noch ein bisschen... dass es da möglich ist, diese tiefen Stellen zu erkunden und es wirklich Open World ist. Entschuldigung, das weiß ich jetzt nicht. Aber es könnte dort möglich sein. Ob es das wirklich ist, wer weiß. Aber es könnte möglich sein. Oh, hier müssen wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Oh, gleich wieder schnauben. Also Fakt ist, die Teile ändern nichts am Atem. Shit. Ich dachte echt, man hat mehr Luft oder so. Aber nein, man hat immer noch dieselbe Atemluft. Ich dachte sogar, man werde da unendlich so von der Atemluft her. Ich meine, das Teil ist doch nicht mit Wasser durchflutet. Ich meine, wir waren hier, hatten 3 Minuten Atemluft und sind mit diesen 3 Minuten abgestürzt, ja? Halt deine Schnauze, Junge! Du kannst mit diesem Teil gar nicht gefahren sein. Ich weiß nicht, was dein Plan war. Er war selbstmörderisch. Wir sollten dich hier unten ertrinken lassen, du Idiot. Mann. Jetzt müssen wir wieder nach unten. Oder doch vielleicht ein bisschen hoch. Hoch, hoch, hoch. Ah, da ist die Basis. Perfekt. Wo ist E? E, E, E. Runter. So. Einmal einatmen. Jawohl. Gut. Ja, ich weiß jetzt nicht. Wollen wir da unten noch eine Basis eröffnen? Irgendwo hier so? Also wenn wir das alles erforscht haben, dann haben wir theoretisch die Karte durch.
Oder hier müsste auch. Das grenzt alles an. Da geht's noch weiter runter. Okay. Also die Ebene hier komplett das alles neu erforschen. Das hier abbauen. Öffnen, 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 alles öffnen. Basis hier auch öffnen, erforschen. Wir fangen bei der Basis an, würde ich sagen. Aber um dahin zu kommen, brauchen wir. Haben wir machen jetzt einfach mal. Wir nehmen die Kristalle, wenn man damit eh nur Basen machen kann. Dann nehmen wir die jetzt 11 Stück. Alter. Das können wir gar nicht so stemmen, ja. Dann nehmen wir die. Nehmen das und nehmen das. Und dann können wir 3, 4, vielleicht 5 Basen können wir dann machen. Die wir nicht lagern können. Weißt du was? Die Speere packe ich alle weg. Ich kann sie nicht gebrauchen. Da kämpfe ich mit meinem Messer noch effektiver. Du warst da. Nein, dich behalten wir. Oh, wir sind mit dem Gold durch die Gegend gelaufen und haben Kristall abgebaut. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. Die Extraktoren kann man auch mal hierhin tun, waren sie, glaube ich. Ja, genau. Alle 4, okay, dann haben wir die alle jetzt leer geharvestet. Euch nehmen wir und tun euch zurück, um euch gleich wieder zu nehmen, weil wir euch brauchen für die Basen. Glaube ich. Nee, brauchen wir nicht. Doch, ja, nein, keine Ahnung. Das Essen kommt weg. Die Steine kommen definitiv irgendwo hin, wo sie keiner mehr sieht. Nie wieder. Verpisst euch. So, Essen muss weg und dann haben wir eigentlich alles schon so halbwegs gelagert. Okay. Ja, wir sind nicht mehr weit entfernt. Nein, dich lassen wir da, aber dich will ich hier weg. Weil ihr müsst auch erst noch geguckt werden. Also wie viel Quallen wir einfach abmetzeln, weil die Drecksviecher sich auch nicht verpissen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? Okay. Für euch brauchen wir viel. Ja, die könnten wir jetzt eigentlich auch noch ganz viele bauen, aber mit 4 sind wir eigentlich schon viel zu gut. Das ist schon viel zu einfach, um ehrlich zu sein. Okay, wollen wir sonst noch irgendwas mitnehmen? Wir wollen das Gold wieder zurücktun. Wir sind sparsam. Also knausrig. Euch haben wir gar nicht gebraucht. Na super. Euch tun wir auch zurück. Das Kupfer kommt woanders hin. Nämlich dahin. Das Eisen kommt hier hin, genau. Okay, euch ordnen wir so. Ihr kriegt eine ganze Reihe, weil ihr so toll und wichtig seid. Ihr kommt links nach unten. Dich können wir noch wegtun, dann kommt ihr sogar in die unterste Reihe. Genau, weil dich brauchen wir nicht. Effektiv brauchen wir dich nicht. Du bist scheiße. Genau, mach mal so. Nee, aber dann müssen wir das Messer wieder mitnehmen. Das da ist. Verdammt. Weil irgendeine Bewaffnung brauchen wir. Das lässt sich nicht ändern. Okay, was machen wir jetzt? Wir gehen in die Karte. Wir gehen genau in diese Richtung gehen wir. Setzen uns einmal in die Basis, einmal aufatmen. Ne, setzen uns in die Basis und reparieren die. Dafür brauchen wir Eisen. Wir haben kein Eisen. Scheiße. Ich brauche einen Extractor. Und zwar jetzt sofort. Nein, da hier. Oder wollen wir gleich 4 nehmen? Ja, nehmen wir gleich 4. Wir haben sonst nichts zu tun. Setzen die auf 4 verschiedene Eisenminen und hauen die leer. Eisenmine 1 wird welche sein, die da unten. Du nimmst Eisen. Ja, perfekt. Okay, dann gehen wir weiter. Eisenmine 2 ist die da. Du nimmst auch 100% Eisen. Sind wir eigentlich mitten in der Nacht gerade? Ernst? Ja, lad mal bitte auf, genau. Du nimmst auch 100% Eisen. Eisenmine, die letzte ist dann hier vermutlich. Du hast auch 100% Eisen. Dann geht's zurück in die Marine. Ja, warum minen wir so viel Eisen? Weil wir cool sind. Alter, das kann echt problematisch werden, wenn man den falsch freilässt. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie zurücksetzen kann vom Spawn her. Vielleicht, wenn man das Spiel neu lädt, dass man dann von der Submarine her irgendwie so Glück hat. Wir sind natürlich komplett falsch. Ne, warte, wir können das hier ja eh nicht. Wir können die eh nicht befreien. Aber egal, wir sind trotzdem falsch. Wir wollen hier hin. Nein! Bleib drin, du Idiot! Ist mir egal, wir fahren weiter.
Ja, die Drohnen erwischen den natürlich. Wenn wir Pech haben, sind hier auch bald wieder Kraken oder so in der Nähe. Ach, guck mal, noch ein Hai. Yay. Also, es soll mir mal egal sein. Also, was heißt, es soll mir egal sein? Es ist mir egal. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja. Weil da so viel noch unerforscht ist. Da werden wir noch einiges zu tun haben, bis wir hier alles wirklich leer geharvestet haben. Und zwar wirklich alles. Ich will das noch fertig machen. Ich muss das noch fertig. Also, was heißt, ich muss? Ich werde das noch fertig machen. So, hier sind wir genau auf dem richtigen Weg, aber wir müssen runter. Tief runter. Leckt mich doch einfach. Warum existiert ihr? Fickt euch. So, weg mit euch. Gut. Wir hauen hier jetzt einfach ab, weil sonst verschwenden unsere Drohnensperre, die man zwar nicht verschwenden kann, aber das ist denen egal. Weil sie haben ja unendlich Munition, gell? Ich bin lustig. So, um die Basis, wie gesagt, kümmern wir uns, wenn wir Eisen haben. Vorher lohnt sich das einfach nicht. Jetzt machen wir eine Entdeckermission, weil hier auch noch ein Kristall irgendwo rumschwebt. Na, okay, da ist nichts mehr. Dann fliegen wir hier wieder an der Wand entlang. Yay. Das Gold baue ich bewusst nicht ab, weil wir verlieren gar keine Atemluft schneller. Wir können das abbauen, wir werden das abbauen. Da unten ist es. Shit. Leck mich, du Arsch. Sie haben ihn umgebracht und er droppt Quallengelee, euer Ernst. Ach, leckt mich doch alle. Und bumm. Ja, natürlich bumm. Wo ist die Ader? Hier. Hängt sie wieder da oben drauf, hä? Ne, da unten drin. Ei, ei, ei. Es gäbe keinen besseren Platz für eine Goldmine. Rein mit uns und weiter. Könnte es eigentlich sein, dass die Tintenfische da sind, wo oder da neu spawnen, wo früher mal Kristall war? Ist das möglich, dass die vielleicht einfach zu einer alten Kristallmine gehören? Bevor wir hier irgendwas diskutieren, das Silber nehmen wir mit. Weil dann kann ich endlich so ein Overpowered Drill bauen, von dem ich wissen will, was er kann. Hier ist es. Das sind auch nur zwei, ne? Kristall und Silber sind sehr selten. Hier wollen wir hin. Da fahren wir hin. Dann erkunden wir hier mal. Och, jetzt komm! Willst du sagen, ich bin ein schlechter Autofahrer oder wie? Weil ich nicht fahren kann oder wie? Du kannst mich mal. Ich kann Auto fahren. Ich fahre sogar Auto. Öfters mal, ja? Weil ich so cool bin und du nicht. Okay, dann erkunden wir mal fertig hier. Es ist schon interessant auf jeden Fall. Die Submarine hat halt den Vorteil, wenn während man hier drin ist, kann man nicht attackiert werden. Also außer von Kraken, die einfach, denen ist das einfach egal. Die gehen da Harakiri. Nein, geil. Noch mehr Silber. Ja, von wegen, das Zeug ist selten. Es ist einfach nur nicht da gewesen, wo ich war. Wir müssen die Initiative ergreifen und haben es perfekt gemacht. Okay, weiter geht's. Hey, das ist super. Jetzt leck mich doch! Mann, wie fett ist denn dieses Teil? Okay, ist hier noch irgendwas, was man ho hoch, was man sucht? Nein, ich habe nichts erwischt. Ich habe gar nichts erwischt. Nein, ich bin nach oben geflogen. Ich habe es doch gesehen, die waren rot. Okay. Damit ist die unterste Ebene erfolgreich erkunden. Super. Jetzt machen wir die Ebene drüber. Weil wir es können, weil wir so cool sind. Noch mehr Silber. Oh, da fliegen wir jetzt hin.